Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Holzfäller und heute dabei ist mein Gehilfe Mathilde. Hallo. Fein gemacht. Fein gemacht. Dankeschön. So, hier wollen wir jetzt auch nochmal eine Falle aufstellen. Jo, ich esse jetzt nochmal eine Kleinigkeit und dann werde ich nochmal ein bisschen jagen gehen, um. Hallo Katze. Um wieder ein bisschen Frischfisch zu besorgen. Frischfisch. Frischfisch, den wir dann schön räuchern können. So der kleine Snack zwischendurch. Vielleicht auch noch ein paar Rehfälle. Wir wollen es ja da drin auch ein bisschen bequem haben. Und du wolltest die Plattform unten noch mal ein bisschen anpassen. Ja, ich mache noch ganz schnell die Falle hier. Ah gut, fehlen noch ein bisschen Ästchen. Und zwei Bäumchen. Habe ich nicht hier noch irgendeinen Baum niedergeschlagen hier? Ach. Schon ein Vögelchen gekillt. Oh, Falle. Da sollte ich, glaube ich, nicht durchrennen. Also. Ich weiß nicht, kannst du ja mal testen. Nee, ich hab Angst. Also, es kann sein, dass man sich selbst verletzt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt schon mal ausgetestet, ob wir uns gegenseitig verletzen können? Können wir mal testen, also, wenn du willst. Ja, wenn ich wieder da bin. Also, hier ich ist ein Schlafsack. Wobei ich eigentlich keinen Bock habe, weil ich habe meine Kochtopf. Knochen. Es kann sein, dass wir unsere Knochen kaputt machen. Unsere Knochenrüstung, weißt du? Das wäre unschön. Ah, hier ist ein kleiner Teich. In dem sind bestimmt Fischis. Komm hier, Fischi, 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 Fischi. Kommt, Fischi, Fischi, Fischi. Oh, ihr seid so... Oh, der ist so tief, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Fischis. Die kann man immer gebrauchen. Oh, ich kann nicht mehr Fische tragen. Sowas Doofes. Ich kann nur 3 Fische tragen. Das ist ja doof. Tja. Dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Rehe oder sowas. Oder Echsen oder... Genau, immer so ein bisschen Wechsel. Genau. Man muss ja seinen Speiseplan so ein bisschen variieren. Apropos, da ist gerade eine Echse. wo ist sie jetzt hingelaufen? Danke, Katze, für die Ablenkung. Ich finde es ganz toll, dass du dich immer auf meine Tastatur / meine Maus legst. Ja, ist doch nett von der Katze. Ja, ich hab sie lieb. So, Exa. Ah! Oh. Kann ich? Ja, aber gleich 4 Stück. Bist du weit weg von mir? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade auch nicht genau, wo ich bin. Kloppen oder nicht kloppen? Ich laufe erstmal Richtung nach Hause. Na gut, dann nicht kloppen. Okay, sie sehen mich nicht mehr. Ich laufe einfach woanders lang. Ich möchte ja eigentlich noch ein paar Rehe oder sowas. Also irgendwie ein bisschen was zu futtern. Oh, das wäre die richtige Ebene. Aua! Ich bin gerade über eine Echse gelaufen oder so. Echt? Und das tat weh? Keine Ahnung. Habt ihr bei mir gesehen, was da passiert ist? Oh, der hat gerade so ah gemacht. Aber ich bin nicht verletzt oder so. Faszinierend. Strohmein in der Gegend rum. Und hier ist ein Kannibalendorf, Häuschen, whatever. Gucken wir uns. Kann man sich auf einer Karte was markieren? Ich weiß wir haben keine Karte. Sicher? Zumindest haben wir die bis jetzt noch nicht gefunden. Ich dachte, man zeichnet sich irgendwas rein oder so. Oh, ich bin infiziert, finde Aloe Vera. Upsala. Oh, wie hast du das denn geschafft? Oh, weiß ich nicht, das steht hier im Buch. Unter Statistiken. Hm. Achso, dann Viecher von Bildern? Nee, das stimmt, dann gibt's keine Karte. Ich habe früher mal eine aufgehabt. So, geistige Gesundheit, 97%. Ja.
Gewicht kann ich nicht bestimmen. 205 IBS. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist das gleich groß? Könnte passen, oder? Ich habe ja von den Ecktellingen da genommen. Die Ach, ich bin hier wieder am Maße. Fluss. Ich teste es. Am Fluss waren, meine ich, immer recht viele Echsen. Oh, da ist noch ein kleiner Tümpel. Oh, hat er mich gesehen? Ein Tümpel. Oh ja. Echse, bleib hier. Der eine hat einen Flammenwerfer oder sowas, der brennt. Mist, der hat mich gesehen. Die sind hier irgendwo. Oh, Ah, mich nee. hat auch jemand gesehen. Ja. Da, Beim Lager. Tussi. Bleib hier! Feigling! Bleib stehen! Ah, oh, fuck you. Mach hier nichts kaputt, was ich hier gebaut habe. Tussi, wo bist du Oh, hin? Tussi ist weg. der Napalm oder so. Okay. Der hat Granaten. Der hat Granaten, wie ekelhaft. Ja, keine Ahnung, der spuckt hier Feuer oder so, der muss sterben. Aua. Ich brenne. Geh ins Wasser. Der hat mich in Brand gesetzt. Und Katze, du bist im Weg. Das ist meine Maus, die ich steuern muss. Katze, du sabotierst mich. Oh, warte mal, ich schieb dich ein bisschen so. Dann komme ich noch irgendwie in die Tastatur. Meine Maus hat ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Oh, ich kann keine Echsen mehr tragen. Wie unfair. Arschlöcher. Unter Wasser sieht man ja gar nichts. Das ist ja voll verschwommen. Der läuft da einfach in mein Lager. Hey! Aua, bist du groß? Das ist schon wieder so ein anatomisch beeinträchtigter Ken. Ja, bei anderer Farbe, glaube ich. Ich weiß nicht, der letzte, den wir hatten, der war ja nachts. Oh, Katze, dein Schwanz oder deine Rute, die muss nicht gegen die Maus stoßen. Rute ist es beim Hund. Bei der Katze ist es, glaube Ja. ich, tatsächlich Schwanz. Die will Aufmerksamkeit. Ich glaube, die müssen wir demnächst mal füttern. Ja. So, von den 5 Angreifern haben, glaube ich, nur drei, habe ich nur 3 erwischt. Oh, ich habe Heidelbeersamen gesammelt. Cool. Ja, die kannst du hier in deinen Garten aufstellen. Nice. Und dann kannst du da essen. Hier gucke. So einen Strauch hast du dann. Dann kannst du essen. Und dann kriegst du zum Teil auch Samen wieder raus und kannst wieder einpflanzen. Nice. Hast du doch gebaut, oder nicht? Ja, habe ich. Ich dachte, du wusstest das. Ich kenne mich hier So. nicht aus. Ja, kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch hin. Ist aber auch erstmal schön, dass dir das Spiel auch gefällt. Ja, es ist halt so ein Survival-Bauspiel. Es ist schwer, total zu versauen, ne? Oh, doch, geht. Also ich glaube, wenn man so das hier gespielt hat, weil es sieht ja einfach nett aus, hast du gar keinen Bock auf 7 Days. Ja, okay, das stimmt schon. Weil, ich weiß nicht, gefühlt sind beide Spiele vielleicht fast gleich alt. Kann sein, dass 7 Days 1, 2 Jahre älter, länger existiert, aber das hier sieht einfach besser aus. Kriegst nicht so schnell Augenkrebs. 7 Days haben wir ja nun mal auch schon 2 Staffeln gemacht, ne? Ja, das, ich kann es auch ehrlich, wenn ich, es ist, vom Spielprinzip ist super. Aber es sieht räudig aus. Ich finde das nicht so schlimm, solange mir das Spielen Spaß macht. Ja, das, ich habe das gerade da Nee, keinen Bock momentan habe drauf. ich auch keinen Bock auf 7 Days. Das haben wir ja echt lange gespielt und wobei nicht so lange wie Conan. Das stimmt. Aber bei 7 Days, boah, meine Nackenhaare sträuben sich da schon. Ja, wobei da ja jetzt auch schon wieder ein bisschen was Neues ist, aber.
Nee, da muss ein bisschen mehr kommen als nur. Vielleicht mal geilere Grafik. Hier ist ja ein richtig großes Kannibalendorf. Ja, gibt's Ich klau schon. den mal den Stoff, ne? Den brauchen sie nicht. Finde ich auch. Die haben sie hier so schön aufgehängt für uns. Das sind ganz nette Kannibalen. Ja, hängen hier ihre Wäsche für uns auf. Och, Mimi. Danke, Katze, das war unser USB-Stick. Den brauchen wir ja nicht. Die Katze steht quasi direkt über meine Maus. Was überlegst du? Hier ist ein Tennisspieler. Oh. Ach ja? Die fand ich immer sehr kreativ. Ich glaube, die Spieleentwickler mochten keine Tennisspieler. Weil von denen gibt es, glaube ich, ein paar, die Ja. irgendwie kreative Weise mit den Tennisschlägern irgendwie verflochten und tot sind. Ja, ich bin hier gerade in so einem riesen Kannibalendorf. Wobei Tennis gucken finde ich auch langweilig, aber Tennis Meins ist es spielen auch macht nicht. Spaß. Also ich bin jetzt auch. Oh, hier sind Leiterplatten gefunden. Aufheben. Oh, ein Reh! Du siehst schon verletzt aus. Komm her, ich töte dich. Ich erlöse dich von deinem Leid. Ja, tu was Gutes, Mathilde. Erlöse das Tier. Das Wir arme brauchen Rehfell Tier. für meine Bank. Oh! Da hast du mich überrascht. Da kommt er durch den Baum gesprungen. Oh, da ist jemand. Ich habe jetzt keine Lust auf dich, geh weg. Was ist das denn für einer? So ein dünner, grauer, schneller. Ja, die auch gerade. Die unterscheiden sich immer so ein bisschen. Der kam gerade bei mir hier durch, fast durch den Baum. Ach, der war aber nicht sehr stabil. Nö, aber der hat mich gerade so ein bisschen erschreckt. Ja, der hat mich auch so ein bisschen erschreckt. Den Weil schleppe der ich hat nicht jetzt aber so nicht. laut geknurrt oder so, der war einfach gleich da. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihm seine Wäsche geklaut und da war er angepisst. Kann ja sein. Ich mag es auch nicht, wenn man mir meine Wäsche von der Wäscheleine klaut. Ja, jetzt mal ehrlich, stell dir mal vor, du hängst da deine Wäsche zum Trocknen auf, deine liebevoll gesammelten Lumpen und dann kommt da irgend so ein Idiot und nimmt sie dir einfach weg. Ist schon Ja, kacke das ist irgendwie, ne? schon ätzend. Ne? Also muss man ja irgendwie auch mal den zugute halten. Das Tolle ist, die Vögel sind ja auch irgendwie Kannibalen, ne? Ja? Ja, weil wenn du so eine Leiche hast, da kommt auch ein Vogel drauf. Ja, Mist. je nachdem, was das für ein Vogel ist, Krähen sind Aasfresser. Ich glaube nicht, dass bunte Vögel Krähen sind. Nö, aber Krähen gibt's ja auch. Ja, gibt's auch, aber es ist halt eine komische Insel. Alles sind ja Kannibalen. Sogar die Rehe. Du auch? Du kannst auch hier die essen. Dann wirst du noch irrer. Ich weiß gar nicht, ob man, ob das hier in diesem Spiel war, dass wenn man ja nicht mehr so stabil ist, dass man so Hallos kriegt, sich Sachen vorstellt, die gar nicht da sind. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das in diesem Spiel so Oh, war. ein Reh, ein Reh, ein Reh. Ich gehe erstmal nach Hause und esse erstmal was. Oh, und hier ist noch ein Reh. Und ein Kannibale. Zwei, drei, vier. Oh, nee, das sind mir zu viele. Ja, also zwei sind okay, aber. Das sind irgendwie vier und zwei mit so einem tollen Kränzchen. Ey, ich fliege! Auf die Nase? Ich bin gerade 5 Meter nach oben geflogen. Okay. Alter! Ich glaube, diese Wagen sind ein bisschen buggy. Und warum ist die eine Falle schon wieder ausgelöst? Oh, ich glaube, ich bin tatsächlich einmal
So halb um die Insel. Oh, da ist ja wieder einer. Du bist alleine, das heißt, dich kann ich töten. Hehehe. Arschloch. Und ich glaube, ich habe hier was gesehen, was mir nicht gefällt. Was denn? Nee, alles okay, ich habe mich verguckt. Nee, doch hier. Ein Totem. Das ist eigentlich unser Gebiet hier. Das sehe ich nicht ein. Das muss weg. So einen Dreck will ich hier nicht haben. Oh, ich habe genug von diesen Weinflaschen. Alkohol oder so. Wohl, wenn das Alkohol ist, fällt mir gerade was ein. Man seine Hände desinfizieren? Oh, ich bin an unserer Lichtung. Na, immerhin, zwei Rehe habe ich erlegt. Und ich habe ein paar Fische und ein paar Echsen. Super. Ich habe Hunger und jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz zum Aufhängen. Die Plattform ist schon bebauungsfähig, oder? Ja, habe ich gerade vor. Ich wollte nur mal gucken, ob die Fallen alle scharf sind. Nein, nicht trinken! Oh. Ja, das kannst du auch machen. Also ich hoffe, das funktioniert hier. Ich will bauen, Junge. Ja, genau das ist es. Nicht trinken. Baue ich oder trinke ich hier Oh, ich gleich? bin ins Wasser geplumpst. Warum trinke ich denn hier immer? Ich will Ja, nicht genau trinken. das war auch mein. Ah, hier musst du dich irgendwie hinstellen. Irgendwie auf den Stein. Aber das kriege ich hin. Ja, den einen kriegst du wahrscheinlich nicht mehr raus, ne? Ah. Oder doch, wenn man die Tür aufmacht. Hallo, ich bin der Heinrich. Brauchen wir wieder jede Menge Holz. Ja, ach so, ich wollte ja was aufhängen. Jo. Nicht, dass das tolle Essen schlecht wird. So, Ach dieses ja, und ich Regal wollte noch ist was. voll. Oh, die Falle war ausgelöst. Jo, ein Kannibale rennt gerade weg zu seinem Kannibalenlager und einer mit der Taschenlampe hängt da noch. Ich glaube, die mit der Taschenlampe lasse ich da mal so hängen. Dann haben wir für die Nacht Beleuchtung. Sehr Und der schön. andere ist in dem Lager. Ich renne mal, solange es noch hell ist, zum Lager von denen und töte den einen. Mach mal. Nee, hier ist nur einer. Huhu, hallo, nicht weglaufen. Hi. Ich bin Heinrich, ich habe Kekse und Schokolade. Hast du Hunger? Folge niemanden, der dir Süßigkeiten geben will. Aua! Die ist ausgewichen. So eine doofe Kuh. Und die hat mich getroffen. Die hat Rüstung kaputt gemacht. Doppelt doofe Bah. Kuh. Ich bin mal gespannt, was unsere neue Stehleuchte macht. Die leuchtet, die ist richtig gut, die Leuchte. Ja. Ich hoffe, der Finde bleibt da auch. ich. Ja, ich lasse den erstmal da hängen. Dann haben wir nur noch zwei aktive Fallen, aber haben wir erstmal für die Nacht Licht. Boah. Können wir gleich in der Nacht mal wieder Bäume hacken, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Was macht ihr am liebsten nachts? Bäume fällen. Na, das wäre eigentlich ein schönes Wohnzimmer, schon fast von der Größe, ne? Mir egal, also was das werden soll. Dann schnapp ich mir mal einen Wagen, ne? Oh, du bist echt eine gute Leuchte, Junge.
Ja, ich finde ihn auch gut. Voll praktisch. Kann aber sein, dass seine Kollegen ihn später abholen. Boah, sehen wir dann Also, ja. ich spiele ein Fackel und ich leuchte. Oder soll ich auch einen Wagen mitnehmen? Dann können wir. Ach, machen wir erstmal beide voll und bringen sie einzeln zurück. Eben. Oh, wie praktisch, hier liegt So. ja noch ein Baumstamm. Die Leuchte ist gut. So, an der Falle vorbei. Fantastisch. Das funktioniert ganz gut. Da vorne willst du hacken hier. Okay. Ja, das war jetzt gerade einfach der nächstbeste Baum, den ich gefunden Warte, hier ist habe. irgendwo einer. Ja, ich habe es auch gehört. Ich sehe ihn Ja, nicht. der hockt da, glaube ich, im Baum. Oder nee. Hinter dir! Oh! Ein Schlag? Der scheint schon so ein bisschen angekratzt gewesen zu Ja, ich sein. komme gleich wieder. Ja. Ich lasse den nicht verkommen. Ach, wo. Ich sehe gerade echt nichts hier. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass hier keine Seile mehr droppen, ne? Also ich habe die jetzt auch schon länger nicht mehr weggenommen, tatsächlich. Doch, ich schon, aber finde ich schade. Gerade aber auch echt hier düster wie im Pferdearsch, ey. Ja, ich habe Hunger. Bla bla. Oh, dann komme ich mal wieder zu dir. Ja, ich muss gleich mal nach Hause und was futtern. Oder habe ich was Schönes mit? Ach, weißt du was? Ich esse jetzt einfach mal einen Snack. Ja, ist nicht verkehrt, nie Snacks und Limos voll haben, weil du dann kannst ja keine mehr einsammeln. Also ich lasse immer ein paar übrig, wenn ich mal zum Not unterwegs bin oder so. Dass ich auf jeden Fall was zu essen habe, falls ich nichts finde und kein Essen machen kann, aber naja. Oh, hier sind noch Steine. Dann haben wir das SOS gleich fertig. Ist natürlich sinnfrei, mitten in der Wildnis an so einem kleinen See, wo es überwuchert ist, quasi SOS Ja, aufzustellen, also es wäre schon aber sinnvoller, das am Dings zu machen, ne? ich glaube, das ist Wumpe. Es ist einfach nur, dass du es aufgestellt hast. Ich weiß aber nicht, ob es dann für uns beide halt erledigt gilt. Das Werden weiß wir ich sehen. nicht. Ich frage mich gerade, wo meine Baumstämme sind hier. Ich werde sie schon finden. Spätestens, wenn es hell ist. Ja, das frage ich mich gerade auch. Nur zwei Baumstämme? Ich habe doch gerade da einen Baum Ja, ich habe gekillt. gerade zwei davon habe ich geholt. Okay. Oh, du hast ja eine schicke Maske. Hab ich? Ja. Zeig mal. Oh, Knochenmaske. Cool. Du hast auch eine Maske. Nee. Klar, du hast dich getarnt mit Farbe. Und einem anderen Geschlecht. Genau. Dass keiner weiß, dass du Mathilde bist. Deswegen rede ich auch mit einer Sie ganz ist tiefen clever. Stimme. Ich wette, hier liegen ganz viele Baumstämme rum, die wir einfach nur Oh, nicht da gesehen knurrt haben. wer hinter mir. Ah, man sieht ihn. Das ist natürlich doof für ihn. Da sind zwei auf dem Baum. Ja, wollen wir den Baum fällen? Meine Idee. Aber Also sie sind ich schon beobachte ihn. runtergesprungen.
Ja, der ist zum anderen Baum. Nee, hier noch einer. Nein, hinter dir. Ey, meine Knochenrüstung, du blöde Kuh! Hinter dir. Ah! Du dummer Leuchtefuzzi. Aua! Aua! Oh Gott, ich bin fast tot! Ich habe keine Ausdauer, weil ich Hunger habe. So Alter. ein Pupskopf. Du Ich habe wirst auch jetzt irgendwie verbrannt. Rüstung verloren. Ja, meine ist auch weg. Also Jetzt ich werdet habe ihr verbrannt. 5 oder 6 gehabt. Jetzt habe ich schon wieder nur 3. Ich habe keine mehr. Aber Mr. Taschenlampe ist noch da. Ja. Ich glaube, am nächsten Tag können wir schon wieder jagen, ey. Ich habe das eine Gestell ist voll. Und Ach auf so. dem hier hängt auch war einiges. Ist das schon essbar? Das weiß ich nicht, aber ich habe hier auch gerade Nee. 2 Fleischstückchen auf das Kannibalenfeuer geworfen. Ich hole den anderen auch noch mal. Ja. Ich warte hier gerade mal kurz, bis mein Essen fertig ist. Arschlöcher, ey. Man ist doch nur, wenn wir so arbeiten. Wird man während der Arbeit gestört? Ich hasse sowas. Dass man konzentriert arbeitet. Man kann sich voll verletzen beim Bäume fällen. Man muss aufpassen, dass man sich nicht die Hand abhackt oder so die Bäume fällt, dass dann die Baumstämme auf Mathilde fallen. Das ist alles sehr gefährlich. Genau. Hier hast du noch ein bisschen mehr Knochen gleich. Was trinken sollte ich auch. Und wenn ich dann noch eine Kleinigkeit esse, dann heile ich auch wieder. Ja. Immer schön essen und trinken. So, jetzt bin ich voll. Jetzt sollte ich eigentlich auch demnächst wieder heilen. Naja, der macht sich alles auf einmal, immer so nach und nach. So, SOS ist fertig. Cool. Das müsstest du auch im Buch unter To-Do-Liste sehen, glaube ich. Oh, muss ich mal reinschauen. Genau, To-Do-Liste. Oder wo das auch immer stand. Nö. Okay, dann nicht. So, jetzt habe ich wieder 3 Rüstungen an. Ja, ich habe auch gleich wieder das verbraten. Dann habe ich wieder 5. So, wollen wir unsere Wiggelchen holen? Schrägstrich weiterhacken? Ja, klar. Hey, Mr. Leuchte ist weg. Entweder verschwindet er oder wird abgeholt. Weil die essen ja auch ihre eigenen Leute, ne? Mann, diese Kannibalen. Ja, denen ist egal, was sie essen, ne? Die sind da nicht so wie wir. So, wir brauchen Bäume, ne? Ach, hier wurde schon mal reingeschlagen. So, wieder ein paar Federn gesammelt. Ja, ich muss auch noch echt Federn sammeln, weil. Oh, hier ist wieder irgendein Fuzzi-Luzzi.
Einfach mal in Ruhe arbeiten. Vielleicht müssen wir mal echt verreisen hier. Also jetzt nochmal von unserem Urlaub verreisen. In so einer Höhle ein, zwei Tage, dass sie hier mal ein bisschen an uns in Ruhe lassen. Hey! Was denn? Der hat mich fast getroffen. Ach. Pappelepapp. Der ist voll. Hey, die habe ich gerade, die wollte ich gerade. Und er ist auch voll. Na gut, dann. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach ja, unser Freund, die Taschenlampe ist ja nicht mehr da. Na. Ach, ich krieg das schon hin. Auf jeden Fall sieht man so ganz grob unsere. Hier ist irgendein Stumpf. Ja, ich komme ja auch gerade nicht weiter. Vielleicht sollten wir einfach so eine Schädellampen so als Wegbeleuchtung Ja. zu Au. unserem. Oh. So eine Wegbeleuchtung zu unserem Lager. Scheiße. Komme ich jetzt an mein Wägelchen? Ich nehme erstmal die Stämme von deinem Wägelchen. Ich Ich glaube, die glaube. Wegbeleuchtung ist eine gute Idee. Ja, dann wissen die aber auch gleich, wo wir sind, ne? Das wissen sie doch sowieso schon. Ja, dann sehen sie es ja erst recht. Ja, aber dann finden wir wenigstens auch nachts den Weg. Wenn wir hier einfach alle Bäume fällen, dann geht das auch. Ich baue hier weiter an Ah, meinen. die Sonne kommt raus. Oh, das ist aber schön. Was willst du bauen? Ja, ich meinte gerade nur, dass ich weiter an meiner Couch arbeite. Immer mal wieder so ein bisschen. Dann brauchst du noch ein bisschen Rehfell, ne? Hm. Ich hätte gerne mal ein Wägelchen. Was ist denn, Katze? Ja, die wollte an meinem Stuhl kratzen. So, jetzt bringe ich den erstmal in Sicherheit hier. Vielleicht sollte man wenigstens bei den Fallenlampen aufstellen. Weißt du, dass wir nicht in die reinrennen? Ja, das macht sogar Sinn. Oh, hier liegen ja auch noch Stämme im Wasser. So, jetzt heile ich endlich mal wieder ein bisschen. Oh, wir haben's bald, Heinrich. Die zweite Plattform ist bald fertig. Okay, Alkohol und Tuch macht. Molotow-Cocktail? Jo. Hab mal drei gemacht, aber die würde ich jetzt hier in unser Lager nicht benutzen wollen. Ich sollte mir noch ein paar Pfeile machen. Ne, dafür brauche ich Federn. Boah, drei Stämme noch. Ah, hier hinten sind noch zwei. Ne, ein dritter ist hier nicht. Ah, doch, hier ist auch noch einer. Kann ich den rollen? Ja, aber leider. Oh, das geht. Ich kann ihn zu unserer Basis so ein bisschen rollen. Juhu! Dann ist er direkt hinter unser Versteck, unser Speicherpunkt. Und dann haben wir das, die Plattform fertig. Julio. Wir sind echt schlampig, was unsere Ressourcen angeht. Wir lassen die überall liegen.
der schon fertig hier, die Plattform? Nee, ich bringe den letzten. Hä? Hast du fertig gebaut? Nö. Ist aber fertig. Hä? Hab ich mich verzählt. Und okay. Passt das so? Na, ist eine kleine Stufe da. Ah, scheiße. Ich habe nämlich extra die Höhe von dem genommen, wo, von der Unterkante. Vielleicht bin ich später höher geworden. Hm. Kann ich den hier reinstecken? Ja. Schade. Kriegt man hier jetzt noch irgendwie... Ja, du machst das. Sieht gut aus. Aber da ist dann ein Loch da an der einen Stelle. Egal, wir kriegen das trotzdem. Mach erstmal. Mach erstmal. Und ein Kannibale weniger. Schon wieder einer in unsere Falle reingelaufen. Die ist da richtig gut da. Ah, warte mal, wenn ich hier R drücke. Ist da. Ah, so kann man eine Tür machen. Ist schon wieder einer mit einer Taschenlampe. Geil. Okay, wir könnten hier einfach eine zweite Tür... Ach, wir haben ja eine Tür, meine Güte. Was soll der Mist? Wir können natürlich das hier zumachen. Wir haben eine Tür. Soll ich dann nach oben nochmal eine Treppe bauen? Ja, gern. Okay, hoffen wir mal, dass ich es hinkriege. Wir können sogar einen Katapult bauen. Wozu? Aber egal. Nein, das gefällt mir dann jetzt tatsächlich nicht mit der Bank, wenn da jetzt die Treppe ist. Steht die voll im Weg. Egal. Oh, das gibt's doch nicht. Ich will doch nur einfach hier fünf Dinger haben. Da müssen wir wahrscheinlich dann da noch ein Loch mit der Lochsäge machen, weil sonst stößen wir uns den Kopf. So, geht doch. Hm, wenn ich da jetzt mit der Lochsäge noch ein Loch mache. Dann ist die Wand weg. Egal, wird hier neu gebaut, oder? Ja, ja, kannst du ruhig machen. Wird's ein großer Raum, meinst du, ja? Nee, es geht jetzt gerade darum, hier ein Loch für die Treppe zu machen. Und dabei ist leider jetzt gerade hier eine Wand kaputt gegangen. Ach, du hast es kaputt gemacht, okay. Ich dachte gerade, ich habe schon wieder Kannibalenfreunde bei mir. Nee, nee, nee. Ich mache hier gerade so ein bisschen Zerstörungswut, damit wir hier die Treppe hochkommen. Und ich würde tatsächlich auch die Treppe als erstes bauen wollen, damit ich weiß, ob ich hier noch mehr vom Dach einreißen muss. Aha. Ja, damit sie durch die Falle laufen müssen. Also sie können auch drüber klettern, aber ich dachte mal, teste ich einfach mal. Ah, der Tote ist übrigens noch da, er ist nur tot. Nee, der ist wieder da, der ist da reingelaufen. Achso. Sind da hier drei, vier Leute rumgelaufen? Was machst du da, eine Lampe? Achso. Ja, eine Lampe. Damit wir wissen, wo da, die Falle ist, damit wir die sehen. Okay. Okay. Konnte man nicht irgendwie ein riesiges Tor bauen? Ging das nicht auch? Das weiß ich nicht. Ich hole Holz. Hm, von wo liegt denn mal das Holz? Gucken wir mal, wo noch Baumstämme überhaupt rumliegen. Einfach so. Aha, oder nimmt man einfach quasi die... Was? Bist du geflogen? Ja, und dabei fast gestorben.
Ich sehe gerade, wir hätten auch ein Hausboot bauen können. Das habe ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon gesagt. Hätte sein können, dass das günstiger ist, aber das wäre wahrscheinlich nur das eine fertige Ding. Und ich glaube, da kannst du bis auf Lagerfeuer, also du kannst du, glaube ich, nicht mehr bebauen. Ich hatte mal früher ein großes Floß gebaut. Aber egal. Ups, ich will kein großes Floß bauen. Muss was essen, Mach das. damit ich heile. Man kann auch Seilrutschen bauen. Ich weiß, Miki hatte uns ja vorgeschlagen, dass wir eine Seilrutsche komplett um die Insel bauen. Vom Berg runter, schön im Kreis, einmal um die Insel. Ja, ich weiß, dass der Vorschlag kam nach der ersten Folge. Aber wir produzieren gerade mal wieder so ein bisschen vor. Ja. Damit wir nicht irgendwie wie irgendwann ohne Folgen dastehen und ihr traurig seid, weil ihr einen Mittwoch oder einen Samstag ohne Forest dasteht. Und wieso heile ich nicht? Ich bin total vollgefuttert. Naja, ich muss auch Vögel jagen. Du kannst doch immer mal im Vogelhäuschen nachschauen. Da sind nämlich auch häufiger mal Federn drin. Ja, okay, aber dann habe ich noch ein bisschen Fleisch. Das kannst du selbstverständlich tun. Ich meine ja nur, wenn es dir nur um die Federn geht, dann immer mal wieder das Vogelhäuschen checken. Oh, Mist. Die können ja noch durchs Wasser gehen, Mist. Scheiß Kannibalen. Sind die so klug? Ich habe auch gerade wieder jemanden rülpsen gehört. Also jetzt, das klingt so ein bisschen wie rülpsen irgendwie. Mal gucken, ob sie mich gleich angreifen. Ich finde es echt toll, Also wenn sie mich angreifen, bin ich zumindest ziemlich tot. dass die Baumstämme so ein bisschen immer wieder an den Rand gespült werden. Dass man auch drankommt. Ja. Das finde ich gut. Ja, 5 Federn waren drin. Dann kann ich mir schon mal wieder ein paar Pfeile bauen. Ja, ist voll. Aber das reicht nicht für meinen Geschmack. Scheiße, ich bin tot. Schon wieder geflogen? Ja, ich bin irgendwie über einen Baumstumpf. Ich glaube, du kannst mir helfen. Heinrich! Hilf mir! Oh, haben wir erstmal so eine Notlage das erste Mal, ne? War noch keiner K.O., oder? Doch, ich glaube, ich habe dich auch einmal gerettet. Ah, ich glaube, das war, glaube ich, in der ersten Folge, ne? Erste oder zweite Folge vor unserem Neustart. Ja, mit diesem Ding fahren ist echt gefährlich. Heinrich? Danke. Hey, ich hab dich gerettet.
Ich Über hab was bin sogar. ich bitte? War es nachher dieser dämliche kleine Stein? Das kann es vielleicht bei mir auch gewesen sein. Hier, da vorne liegt noch einer. Den habe ich jetzt aufgehoben. Ach, du rennst sogar immer. Ab und zu. Es ist sonst zu langsam. Ich habe keine Geduld. Das Blöde ist, dass diese Stämme auch so groß sind, dass man nicht sieht, wo man wirklich hinfährt. Ärgert mich, dass ich da meine Couch hingesetzt habe. Ich war mal so gut in Vögel töten. Das kommt wieder. Na, ich guck mal, ob am Strand wieder so ein, zwei Schildkröten sind. Die geben ja auch immer gut Fleisch. Und denk daran, wenn du hier mal bei dem Grab bist, hier gibt es ein Foto und eine Kassette. Wenn du dich abgeholt hast. Ja, die Tapes sind irgendwelche Hinweise oder so. Du suchst ja in dem Spiel deinen Sohn. Oder ich suche meinen Sohn. Ja, ich war nur zufälligerweise mit dem Flugzeug. Genau. Ah, da kommt ja schon die Schildkröte. Wie Ist ja schön, praktisch. kommt der angeschwommen. Oh, ein Baumstamm fehlt mir, um die Treppe fertigzustellen. Hallo. Schwimmt hier zufällig Hallo. noch einer irgendwo? Praktisch, muss man nur ein bisschen warten. Ach Mist, ich habe ja noch eine dabei. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch eine zum Trinkdingsbums gebaut bei uns im Lager. Boah, die kommen ja immer angeschwommen. Ist ja cool. Man muss nur warten. Ich glaube, die geben immer zwei Fleisch, ne? Genau. Also mehr als zwei kann man, glaube ich, gar nicht töten. Dann muss man eh wieder was anderes jagen. Ich glaube, wir haben ja eh noch ein bisschen Platz auf dem Trockengestell, ne? Ein bisschen, ja. Dann suche ich noch mal was anderes zu essen. Ein Reh wäre noch ganz gut, weil wir brauchen eh das Fell davon. Ja, zumal ich die Bank wahrscheinlich noch mal neu bauen muss. Weil wenn die Treppe Oh. da ist, ist die da irgendwie echt blöd im Weg. Weil, die lässt sich ja nicht so leicht bauen, ne? Ja, einfach nur wegen des Rehfells. Ah, aber wir kommen die Treppe auf jeden Fall hoch und runter. Das heißt, das Loch ist groß genug. Das ist schön. Das freut mich. Mich auch. Wenn ich wieder da bin, gucke ich mir das mal an. Such Viecher, Viecher, Viecher. Oh. Du bist auch ein Vieh, aber nicht das Vieh, was ich suche. Also hier zu dem Stein könnte man noch mal ein Fensterchen machen. Dahin auch noch mal ein Fensterchen. Ah, hier gibt's Tücher. Da mache ich mal noch keine Fensterchen hin, weil vielleicht bauen wir da ja noch weiter. Nein! Was denn? 50 Meter drüber weggeworfen. Ich wollte so eine Echse platt machen. Ja, eine habe ich mal mit dem Speer erledigt. Ich bin stolz auf dich. Ich auch.
Das hat bei Grounded immer sehr gut funktioniert. Mit dem Speerwerfen. Sehe ich die andere Echse noch? Ich glaube, so habe ich das immer gemacht, wenn ich, als ich das Katana gehabt habe. Weißt du, immer so ein Speer dann auf den Kannibalen geworfen. Und ich glaube, dann stoppt der erstmal oder fällt hin. Und dann kannst du den Katana ziehen und den dann platt machen. Mhm. Oh, hier liegen ja noch ganz viele Stämme. Da schau einer an. Ich wette, das war von irgendeiner Nachtaktion. Wo ja, wir die Stämme nicht mehr wiedergefunden haben. Genau. Oh, da ist irgendein Tier. Scheiße, das habe ich gegessen. Irgendwas. Alkohol bestimmt oder so. Ah, verdammte Kacke. Drecksvieh. Rannte gerade irgendwas Weißes lang. Oder es war nur ein komisches. Also ich war es nicht. Nee, sonst hätte ich auch den Schriftzug Heinrich gehabt. Nee, da rennt irgendjemand. Auf der anderen Seite der Lichtung. Also bei dem Lager von denen, ja? Nö, ein bisschen weiter weg. Da ich immer noch nicht wirklich viel geheilt habe, also ich hoffe, dass ich nicht wieder in die Luft fliege mit meinem Wagen. Dann einfach zurückrennen. Ja, ich meine, wenn ich mit dem Wagen dann unterwegs bin, hoffe ich, dass ich nicht in die Luft fliege. Yes, du Kackvogel. Wo ist dein Fleisch? Du lebst noch? Verdammt. Fang die Federn an, Heinrich. Mach ich doch. Oh, ein Baum in einem Baum. Faszinierend. Guck mal, da hat ein Schädelsack. Ganz viele Schädel. Oh, die können wir schön brauchen, um unsere Leuchten zu bauen. Ja, ich bin aber voll mit Schädeln. Ich kann nicht mehr nehmen. Hm. Aber ich kann Basketball spielen, guck mal. Ich will nur die Tücher haben. Oh, da sehe mich ja Kannibalen. Hallo. Upsi, schwupsi. Alter, du Baum, fällst du auch mal um hier? Das waren ja drei oder vier oder so. Dieser Hallo, Kannibale, Baum will warum bist du so schnell? Einfach nicht fallen. Alter, der ist schnell. Der holt mich ein, dieser Kannibalentyp. Ach, halt doch die Klappe. Ich hacke hier gerade Bäume. Oh, ich habe Aloe Vera gesammelt. Das ist fantastisch. Mathilde, ich bringe Freunde mit. Toll. Bleiben die zum Essen? Ich glaube schon. Okay, ich bin so losgeworden. Also sie sehen mich gerade nicht. Aber ich höre sie noch. Ich versuche wegzuschleichen, damit ich sie nicht mit nach Hause bringe. Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal die Aloe Vera Pflanze anpflanzen. Ich glaube, du läufst von mir. Okay. Wer hat denn hier die ganze Natur geschändet? Hier sind ja keine Bäume mehr. Hm. Ja, der Wald musste mal wieder aufgeräumt werden. Du scheiß Vogel! Ey, ich will hier Aloe pflanzen. Wieso geht das nicht? Nee, du musst Aloe Samen haben. Ja, ich habe Aloe Samen. Dann musst du normalerweise da. Oder kann der immer nur eine Art von Baum? Das kann sein. Keine Ahnung. Also ich könnte jetzt nochmal einen von den Blaubeeren machen. Das ist immer in der Mitte. Vielleicht hast du eine Auswahl, dass du noch mit R drauf drücken musst. Nee, ich habe überhaupt nichts zum Pflanzen gesehen. Ja, dann fehlt dir das. Oder man kann nur diese blaue Kacke da sammeln. Ja, so. Müssen wir sonst im Zweifelsfall ein zweites Gewächsdings bauen. Genau, ich wollte hier Essen
Dann ist das Ding voll. Oh, ich muss hier Feuer anmachen, ich sehe nichts. Ach, die schaut jetzt in die falsche Richtung. Egal. Na, und wie viele Stämme brauchst du noch? 23. So steht er bei mir auch. Ich habe noch einen Schädel. Für irgendwas braucht das noch einen Schädel. Ja, ne? Für die Lampe. Die ist im Gebäude, ja? Ja. Ah, schade. Und unser Typen haben sie auch mitgenommen. Schade, der, so der war auch eine hat. Gute Leuchte. Ja. Ah, Falle ist wieder scharf. Oh, warte mal. Ich hätte Baumstämme mitnehmen können. Okay. Ah doch, hier sind auch noch welche. Hm. Ja. Ist halt so. Ja, die Lampe ist falsch rum, aber leuchtet. Aber du kannst doch hier den stehen lassen. Ich weiß nicht, was für ein Problem war. Läuft doch hier. Hast du alles gut gemacht? Ja, ich habe hier nochmal einen Schädel für dich. Hast du noch einen Schädel? Ja, hier fehlt noch ein Schädel. Ach so. Oh, ach, das sieht geil aus. Oh ja, das sieht cool aus. Mach mal dein Ding aus. Kannst du rechts auch noch einen machen? Bestimmt. Dann ist das so eine Schädeltür oder so. Einmal Schädel bitte. Okay, da gucken nur die Augen raus, aber ist auch cool. Auch nicht schlecht. Dann sehen wir nämlich auf jeden Fall immer gut unseren Eingang. Ja, und dann könnten wir schon wieder Holz sammeln. Ja. Also ich würde erstmal sagen, machen wir wieder einen Break. Ja, würde ich auch sagen. Aber mir gefällt es hier. Also ist nicht alles gerade, aber ich kann damit leben. Ich finde eigentlich unser Häuschen hier ganz geil. Bis jetzt. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie es noch wird. Ich auch. Kommt man automatisch wieder von diesem Stein auf das Dach? Weiß nicht, musst du ausprobieren. Jo, läuft. Weil ich war am überlegen, ob wir hier an dieser Wand eine Tür reinsetzen, aber brauchen wir nicht. Ja. Wenn wir da drauf wollen, können wir hier drauf und dann geht's. Also das sieht echt ziemlich cool aus da mit den beiden Schädellampen neben der Tür. Das gefällt mir wirklich gut. Ja, hat was. Ah ja, ich wollte noch so ein Dingsbums bauen. Wassertrog. Genau, wo baue ich denn den hin? Auf den Stein kann ich ja nichts bauen. Richtig. Und wenn ich den... Ach so, wenn wir den hier hinsetzen, dann ist da kein Platz mehr, ne? Nee, dann kommen wir wahrscheinlich nicht. Vielleicht hier an der Stelle. Ja, das kann ich machen. Von den Dingern kann man nie genug haben. Ein wahres Wort. Scheiß Wasser kochen. Ja, mir gefällt's. Ja, aber ich würde sagen, dann können wir eigentlich unser Schlafzimmer ruhig nach oben setzen, oder? Also ich wollte eigentlich von oben irgendwie eine Plattform haben, dass wir die Viecher töten können. Ja, wenn das können wir ja machen, weißt du? Dann können wir hier so sozusagen, also meinetwegen ab hier, ne? Also der Teil hier ist dann Balkon, von dem wir schießen können.
Und das hier über dem großen Ding, da können wir dann halt noch ein nettes Zimmerchen bauen. Ja, über das Ding, genau. Genau. Genau, weil von da hinten, also jetzt da braucht man nicht von schießen, weil von da kommt ja keiner. Ja, und da würden wir auch nichts treffen. Nee, das wird zu weit weg. Also hier vorne wäre gut, weil die werden wahrscheinlich sich hier vorne bei der Plattform hinstellen, dann könnte man gut töten. Ja, genau. Die ist auch beleuchtet, da sehen wir auch was. Ich übe mal. Auf dich zu bewegen. Oh, du hast Yes! getroffen, nicht schlecht. Yes! Was hast du denn Dank. erlegt? Kaninchen? Kaninchen. Ah, jetzt. Man muss erst einen Pfeil nehmen, glaube ich. Genau, und dann kann man das Tier nehmen. Ja. Warte, ich will mir noch mal unser schönes Haus von weiter weg anschauen. So cool, wie es beleuchtet ist. Ja, das wird doch. Ich freue mich schon drauf, wenn das weiter ist. Also, es sieht mit den Lampen, wenn die da jetzt so leuchten, sieht das richtig cool aus. Na, es richtig hell erleuchtet. Ja, also, ich finde es cool. Das schreit schon. Kannibalen, wir sind hier. Hallo, kommt mal vorbei. Ja, mir gefällt es. Das ist wichtig. Ja, so, dann. Aus dem Aus. Aus die Maus. Aus die Maus nach Haus. Genau, Flitzekacke. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten bleibt gesund und schaltet bis beim nächsten Mal wieder ein, oder? Wäre gut, ja, würden wir uns drüber freuen. Genau, heidi ho, ciao. Tschüss.